Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind in Mjulf. Mjulf. Und suchen nach dem Stab des Magnus. Der soll vermutlich hier irgendwo zu finden sein. Sagte zumindest der Auguren von Dunlane oder so, der unter der Akademie von Winterfeste irgendwie so einen komischen Erzhaufen hat. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich hoffe doch. Ja, wir haben hier in der letzten Folge schon angefangen, die Ruinen zu erkunden, aber die sind doch ziemlich groß, deswegen dauert es ein bisschen länger und wir haben dann einmal mittendrin unterbrochen, mache ich nicht gerne, aber wir kennen es ja noch von den Schwarzweiten. Ich meine, das waren sie. Dass man manchmal einfach irgendwo halt einen Abschnitt machen muss in einer Ruine und dann in der nächsten Folge den nächsten Abschnitt. Ne? So. Gut. Unsere Skelette helfen auch sehr gut dabei, alles hier klitzeklein zu schlagen, denn die Dwemer-Dinger sind gegen meinen Lieblingszauber Berührung des Todes immun. Die haben nämlich keine Lebensenergie und da kann man denen auch keine Lebensenergie abziehen. Ein bisschen schade, weil es natürlich Spaß macht, den Zauber zu benutzen, aber ist halt so. Gut. Und irgendwie kommt mir das Ding hier bekannt vor. War ich hier schon mal? Da ist noch so ein Magier. Warum schreit er? Ah! Falmer-Kriegshetzer. Oh ja, Falmer. Wenn Falmer jetzt hier sind, dann kann ich ja mitmischen. Ich konnte zwar auch mit meinem anderen Zerstörungszauber mitmischen. Hier den, wie heißt es? Diesen Feuerball. Ich weiß nicht, wie der Zauber genau heißt. Das ist so ein Mix aus Feuerblitz. Aber der trifft auch immer meine Skelette und das nervt. Deswegen habe ich den dann nicht immer benutzt, weil ich keine Lust hatte, dass sie daran sterben. Oder anfangen, mich anzugreifen. Das wäre noch beschissener gewesen. Jo. Schade. Ich hätte gehofft, dass der fliegt. Naja. Gucken wir uns mal um hier, ne? Aber ist natürlich bemerkenswert, dass wir Skeletten zum Beispiel trotzdem Lebensenergie abziehen können. Und Toten. Die haben dann wohl doch Leben. Wollte ich nur mal so am Rand bemerken, ne? Also Dwemer kann man ruhig auch mal Lebensenergie geben. Ja, auch wenn es so eine künstliche Lebensenergie ist. Okay, hier ist nix. Ich dachte, hier könnte man vielleicht abbiegen, dann geht's hier nur hoch. Gut. Ja, warte mal. Wir holen jetzt hier Kampfkoloss. Und ach ja, kurzvideotechnisch. Ich denke, die schaue ich, dass ich jetzt regelmäßig einfach welche hochlade. Ich hatte einen Community-Post dazu gemacht. Die gehen, manchmal gehen halt so Sachen unter, weil YouTube teilweise Sachen nicht so richtig zeigt, auch was eure Kommentare angeht. Die kann ich dann manchmal einfach, die sehe ich einfach nicht. Ne? Durch Zufall stoße ich dann drauf und dann kann ich auch drauf antworten. Genau, ich habe einen Community-Post gemacht. Es geht darum, Kurzvideos, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne sehen würdet. Also, ne, ich, viele der Clips, die da sind, sind hier auch irgendwo von mir jetzt irgendwie gestaged, zusammengewurschtelt. So wie meine Schnittkünste das halt zulassen. Und, aber wenn, wenn ich es kann, dann setze ich natürlich gerne Vorschläge um. Dafür müssten halt nur welche kommen. Entspannt euch, Jungs. Entspannt euch. Gut. Alter, ich habe so Kohldampf, ne? Ich habe richtig Kohldampf, weil wir hatten überlegt, wir haben noch Sonntag. Beziehungsweise wir haben es eigentlich schon entschieden, dass wir essen. Kohlen heute. Absolut faul sind. Absolut keinen Bock haben, was zu kochen. Und ich hatte dann gesagt, ja gut, dann lassen wir eine Familienpizza holen von unserer Pizzeria hier um die Ecke. Die macht aber erst um 17 Uhr auf. Das sind noch 3 Stunden. Und da müssen die ja auch noch erstmal machen. Ruhe! Also bedeutet das, ich kann ewig und 3 Tage jetzt keine Pizza essen. Nämlich 3 Stunden. Obwohl ich jetzt gerne Pizza essen würde.
Und dann war meine andere Überlegung. Oder ich fahre zu Burger King und hole mir da so ein... kennt jemand das Smart-Menü? Das hat McDonald's auch. Da kriegst du 2 Cheeseburger, eine Pommes und eine Cola für 6 Euro. Das ist, ich würde mal sagen, an aktuelle Verhältnisse geknüpft, in Ordnung. Ja? Wenn sie überlegt, ein Döner kostet auch etwa 6 Euro hier. Die teureren 8. Aber, ja, 7 mittlerweile. Aber so, man kriegt auch für 6 ein. Ja, oder man kann sich halt dann so ein Menü holen. Finde ich, ist okay. Ja? Findest du halt immer noch teuer, aber es ist in Ordnung. So. Du Schattenschleicher. Gib mir deine Lebensenergie. Bam. Bam. Fliegst du denn wenigstens? Ja. Der hat sich gefreut. Hopp. Und den Falmerhelm nehmen wir auch mit. Eigentlich brauchen wir den Falmerhelm nicht mehr. Ich habe noch, ich meine, 20 oder so bei mir rumliegen. In der Kiste. Aber man weiß ja nie, ne? Besser haben als brauchen. Zur Not 17.000 Dübel in der... Was ist denn hier los? Oh, ich war auf der Tastatur verrutscht. zur Not lieber 17.000 Dübel in der Garage haben, als 2 brauchen und keinen zu haben. Ne? Oder im Schuppen. Ja, bei uns ist es eher der Schuppen. Da liegen die ganzen Sachen rum. In der Garage liegt nur ein bisschen rum. Hauptsächlich Grillkohle. Und so ein paar andere Sachen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Meister, mach mal Tür auf. Hey. Das gibt's doch nicht. Ah. Ich hätte auch übrigens überlegt gehabt, aber das kriege ich, denke ich, zeitlich nicht hin. Dann müsste ich gefühlt nur ein Video die Woche hochladen. Einfach meine Videos auch mitzuschneiden. Kann man sich mal für zukünftige Projekte überlegen. Aber jetzt gerade will ich lieber gucken, dass wir noch einiges an Himmelsrand erledigen, bevor es dann irgendwann heißt, Abschied nehmen und was Neues machen. Ja. Noch ist das in weiter Ferne, keine Angst. Da braucht ihr keine Angst haben. Aber so wie es auch bei Oblivion und bei Morrowind ist, muss man irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Oder war? Bei Morrowind hat mir sogar noch mehr Spaß gemacht als Oblivion. Nur in Oblivion habe ich echt super wenig gemacht, gefühlt. Gefühlt habe ich da super wenig gemacht. Die Elder Scrolls-Spiele haben halt einfach so viele Möglichkeiten, was man machen kann, ne? Wenn man sich mal die Spielzeit vergleicht, ich würde mal sagen, wenn du einen anständigen Eindruck von einem Elder Scrolls-Game haben willst, 1, 2 oder 3, also 3, Elder Scrolls 3, 4 oder 5, die älteren, die habe ich nicht gespielt, da muss man schon gut 200, 300 Stunden reinsenden, ne? Und wenn man so ein, das mit so einem Gothic vergleicht, ne, das geht natürlich deutlich schneller. Hört doch auf mich hier in den... Toll. Meine eigenen Summons schieben mich in den Chaurusjäger. Da finde ich den Aspekt bei Gothic deutlich angenehmer. Könnt ihr jetzt mal hier Platz machen? Hallo? Dass man einfach auch sagen kann, so, ich spiele jetzt mal eben Gothic durch. Ja? Das geht mit dem Elder Scrolls Game nicht. Ich spiele mal eben durch. Weil es eigentlich nicht wirklich... Aber zu Ende ist, weil man ja immer weiterspielen kann. Und B, selbst wenn man jetzt die Hauptstory nur Alduin machen will, wie lange braucht man da? Wenn man richtig rusht, ne? Und aber auch auf Legendary spielt und ich jetzt auf Novize, ne? Man kann ja einfach die Schwierigkeit runterstellen und dann kann man gefühlt durch das Spiel durchbügeln, wie so ein Psychopath, ne? Da ist man ja, eine Dampfwalze. Warte. Wir müssen jetzt erstmal 2 lang. So, kommen die ran? So, die müssen jetzt erstmal lang. Also ich habe damals, wo das Spiel noch ganz neu war, wo es Legendary noch nicht als Schwierigkeitsstufe gab, habe ich immer auf Meister gespielt, also auf Master. Und runtergestellt habe ich es eigentlich nie. Ich weiß aber, dass wenn man jetzt... Doch, ich habe es mal zum Testen runtergestellt. Ich weiß nämlich, dass wenn man jetzt zum Beispiel... auf Novize ist. Ich glaube, da one-shottest du Banditen oder 2-shottest die. Und das ist halt übel langweilig, ne? Da bist du ja so ein Halbgott vom Start aus her. So, jetzt muss ich mich aber erstmal kurz hier auf den Kampf konzentrieren. Das ist ziemlich laut hier bei mir gerade. Da muss ich nochmal sortieren, wo ich jetzt überhaupt genau war. Ja, genau, ne? Wahrscheinlich, wenn man auf Novize stellt, kriegt man so ein
Hoppala. So ein Elder Scrolls Game auch mal gut in 10 Stunden durch mit Hauptstory. Ohne jetzt irgendwelche Bugs zu machen, ne? Also ich rede schon davon, ganz normal zu spielen. Ja, nicht jetzt irgendwie exploiten, alles mögliche weglassen. Nein, schon ganz normal nach Weißlauf gehen, die Klaue holen, ne? Delfin und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, könnte man, wenn man sich richtig beeilt, schon 15 Stunden, oder? Was würdet ihr schätzen? Wenn er jetzt schon schnell unterwegs ist, bezüglich der Hauptstory. Uiuiui. Aber jetzt nicht irgendwie versucht, per Bugs oder sonst was, das Spiel binnen einer Minute durchzuspielen. Wie das manche ja bei Dingens gemacht haben. Bei Morrowind. Da gibt es, glaube ich, ein Video, da macht einer in unter 5 Minuten Gargott urfertig. Oh, oh. Klappt das? Der hat Startschwierigkeiten. Da ist dem glatt das Ding um Ohren geflogen, du. Da hat's nur geknallt. Erst knattert's bei ihm unter der Haube und dann knallt's. Und dann fliegt das alles in die Luft. So, also meine Schätzung, ja, wenn du auf Novize stellst, auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad und alle Quests von, warum zieht ihr eure Waffen? Von der Hauptstory machst, dass du nur Richtung Alduin läufst, musst du so 17 Stunden rechnen. Moin. Einmal so und so. Und in Gothic, ja, dann wäre man aber, glaube ich, von der Spielzeit wie Gothic. Also Gothic 1, würde ich sagen, kann man dann 20 Stunden und weniger durchspielen, um alles und alles gemacht zu haben. Und Gothic 2 würde ich so 25 Stunden, 26 Stunden ansetzen. Aber Skyrim auf Novize ist, denke ich, um einiges leichter als Gothic 1 oder Gothic 2. Wobei Gothic 1 auch super leicht ist. Leute, entspannt euch mal, ja? So, der erste ist weg. Oh, der hat hier immer so einen blöden... Das geht mir auf den Zeiger. So, eins, zwei. Der benutzt so ein blödes Magierschild. Und es ist dunkel. Shit. So. Hör auf damit, Mann! Dieser Blödmann! Endlich! Das hat ja ewig gedauert. Dieses, was du mir geschrieben hast, Christa, dieses Dragon's Dogma 2. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. War mal neugierig, aber dann hatte ich keine Zeit, mir mal auf YouTube ein paar Videos anzugucken. Ich werde mir das heute, also jetzt am vergangenen Sonntag, mal, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen jetzt hier und alle bereitstellen, ne? Da werde ich es mir, denke ich, mal kurz so ein Video nebenbei anmachen, während ich einen Clip mache. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt können wir auch mal wieder... Ach, guck mal, Wissenschaftler der Synode, die gibt's auch noch. Das ist wie... Ohne Mist, ne? Also die Falmer machen das hier mit den Wissenschaftlern wie die, wie heißen sie, Hänsel und Gretel im Wald? Eine Spur legen? War das nicht das Märchen? Brotkrumen oder was haben die gelegt? Damit sie zurückfinden? Oder Steine? Ne? Eine Spur aus Wissenschaftlern der Synode legen wir die hier alle. Damit ich mich auch nicht verlaufen kann. Und noch einer und noch einer. Schön alle einsammeln. Dann kommt man auch ans Ziel. Der hat mich angespuckt. Ah, du widerlicher Drecksack. So. Gibt's auf die Nuss. Was macht der da? Ach du, der wollte mir zeigen, dass da eine Kiste ist. Ist der ja nett. Schon wieder hat der mich angespuckt. Ekelhaft. Die hätte ich sonst übersehen. Und dann hätten wir diese drei Edelsteine nicht mitgenommen.
Vielen Dank, lieber Chaurus. Ich habe ein etwas besseres Bild jetzt von euch. Aber nichtsdestotrotz, manche finden die Spinnen ja aus Skyrim so, die Albtraum-Faktor. Für mich sind die Chaurus. Wirklich, die sind für mich... Wenn du so durch so einen dunklen Gang gehst, ne? Hier vorne, da ist ja einer, ne? Du gehst so durch so einen dunklen Gang. Okay, ist doch keiner. Aber da vorne. Da, hier ist so ein dunkler Gang. Gehst du durch so einen dunklen Gang, hast du hin und wieder so ein bisschen Licht, hast keine Fackel mit, gar nichts. Auf einmal springt dir von hier auf die Distanz ein Chaurus ins Gesicht. Alter. Da kannst du dich einscheißen. Da brauchst du eine frische Windel. So. Meine Spinnen können das auch, keine Frage. Aber... Die haben noch ein paar andersfarbige Pigmente. Chaurus ist pechschwarz. Da springt dich ein schwarzes Etwas aus dem Nix einfach an und kotzt dir ins Gesicht. So wie er das gerade gemacht hat. So, Meister, mach mal Tür auf. Shit. Nein! Sehr schön. Ja, nehmen wir alles mit. Dankeschön. Der hat das Zimmer hier locker bei Airbnb gebucht und da waren falsche Bewertungen drin. Sowas wie, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt nichts ein. Ich wollte die ganze Zeit speichern, Mann. So. Nett hier. Ich nehme mal dein Buch mit, ne? Das brauchst du nicht mehr, oder? Dankeschön. Gut. Ihr seid immer noch nicht fertig mit dem. Ach, vier. Jetzt sind vier Skelly Boys. Stimmt, das ging ja auch. Was? Also was bei den Pfeilmann an... Die sind ja gefühlt an den Boden getackert, wenn sie sterben. Aber die Schwerter und die Schilde, ne? Die sind gerade weggefetzt. Holla die Waldfee, ey. Wenn du das an den Kopf kriegst, dann wachst du erstmal nicht mehr auf. Da schläfst du eine Weile. So, müssen wir hier rechts, oder? Ich geh mal hier rechts. Auch diesmal nur Expertenschloss. Ist ja leicht hier. Erstmal Schlüssel abbrechen. Ja, das ist mein Universalschlüssel. Habe ich ein paar von in der Tasche. Kann man sich kaufen bei Tonilia zum Beispiel. Die hat immer viele. Damit man, wenn man mal so einen Universalschlüssel abbricht, auch neun hat. Ekelhaft! Der will hinterher! Hau ab, Bio! Ah, nein! Jetzt bin ich vergiftet, Mann, oh. Geh doch auf meine Skelette! Hä? Da hinter der Wand ist, glaube ich, noch einer. Das. So, der ist jetzt tot, aber. Nee, hört man ihn mehr. Okay, dann war das nur der eine vor der Tür. Sehr gut, die Skelette haben geregelt. Das freut mich. Was hat denn hier jetzt gerade? Hä? Ach, das Babyfon ist ausgegangen. Da steht, also hier, ne, und da ist das Babyfon, da unten. Oder? Da und ein Stück nach links. Und das ist jetzt gerade wieder angegangen. So. Also. Dann gib mir mal das, was du hier in deine Taschen hast. Und wir gehen jetzt weiter. Warum muss denn das Ding hier so riesig sein? Und warum dreht ihr euch um? Leute, da vorne sind die. Und vier. Auf sie mit Gebrüll. Feuerbälle. Hoppala. Hier habt ihr die Blitze gesehen. Das ist halt so ein Feuerball mit Blitz. Das ist auch ein Anniversary Edition Zauber. Oh, jetzt langt's.
Zerstörung auf 99. Was? Da haben wir ja bald 100. Hui, da fliegt der Stab. So, die brauchen ein bisschen. Ich helfe denen mal eben. Aber seht ihr, wie viele Zauber ich wirken muss, damit er hier ansatzweise Schaden nimmt? Deswegen benutze ich lieber eigentlich Nahkampfwaffen oder halt Bögen. Also alles, was physisch ist und nicht so magisch. Magisch dauert irgendwie immer so gefühlt ewig und 3 Jahre. Gut, hier sind wir fertig. Oh, eine Kiste. Und da muss ich noch nicht mal groß für arbeiten. Her damit. Nö. Davon brauche ich nichts. Da geht's weiter, oder? Ist hier auch noch was. Lass mal eben schauen, nicht, dass wir was vergessen. Hier geht's auch weiter. Aber, nein, 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 hier ist wahrscheinlich nur so ein Seitengang. Oh, Junge! So, dreht euch mal um. Ich fühle mich immer neben den Skelett-Champions ziemlich klein, weil die alle einen Kopf größer sind als ich. Das ist ungewohnt. Normalerweise gucke ich... Soll ich mal rum? Normalerweise gucke ich immer meistens auf alle in meiner Umgebung herab. Ja, hatten wir ja schon mal. 2 Meter fast groß. Oder wie ich auch gerne genannt werde, die Dachlatte. Ekelhaft. Geh doch mal jetzt sterben, Alter. Danke. So. Was haben wir denn hier drin? Aha. Aha. Ruhe. Ich denke jetzt gerade, nehme ich die mit und verkaufe die. Aber wo werden sie 100% landen? In meinem Fass der verlorenen Gegenstände, wo gefühlt ein Warenwert von 1 Million Septimen drin steckt und ich viel zu faul bin, die zu verkaufen. Und dementsprechend lasse ich den liegen. Das Einzige, was eingesammelt wird, sind und bleiben die Edelsteine. Die guten alten Edelsteine. Geht's da weiter? Hui! Das hier das Okkult. Aedrom. Junge, dass die immer so ewig lange Gänge haben müssen. Wenn ich dann... Ah, guck mal. Jetzt haben wir einen Marker, der nicht in einen nächsten Raum verweist. Das ist sehr schön. Dann schaffen wir es vielleicht ja doch noch jetzt, dieses komische Okular da zu finden. Das Okular des Inquisitors aus Risen 1. So. Ran da, Jungs. Zerstörung 100. Resetten wir das gleich? Ich würde sagen, ja. Wir setzen das, denke ich, direkt auf Legendary. Ja. Zerstörung, legendär. Yes. Jetzt kriegen wir auch ein paar Punkte zurück, ne? Ja. Nice. So. 15 Zerstörung. Ja, dann benutzen wir jetzt erstmal ein bisschen Zerstörungszauber. Das wird jetzt so schnell gehen, ey. Nice. Level... Sind wir jetzt Level 80? Wollen wir mal eben schauen. Ich glaube, wir sind jetzt Level 80, oder? Level 80! Yes! Warum geht das Ding immer an? Ups, trifft den Skelett-Champion. Jetzt sterben, Mann. Dankeschön. So, mal gucken, wie viele... Alter, wie viele Level wir leveln. Ja gut, Level 15 Zerstörung und dann benutzt man Expertenzauber. Dann levelt das natürlich ordentlich schnell hoch, ne? So, dramatisch großer Gang. Ich sehe aber nichts. Dann gehen wir mal rechts rum. Moin! Ich habe gerade ein bisschen Oblivion-Vibes bei der großen Halle hier. Nein! Da sind sie ja schon. Los, auf sie mit Gebrüll.
Und zack. Oh nein, der blockt mich. Bam. Einfach auf den Boden zielen, dann treffe ich ihn auch. Habe ich gerade den Pfeil getroffen? Nein, ne? Okay, ich muss mal eben hier weg. Ist ein bisschen gefährlich. Lass mich mal durch. Hält er sich jetzt die ganze Zeit gegen? Nein, oder? Sehr gut. Fokuskristall. Junge, wir haben einen magischen Fokuskristall gefunden. Den können wir jetzt Saturas bringen. Den Big Baba Wassermagier aus dem neuen Lager. Geht ihr mal ein bisschen weiter? Warum bleiben die denn immer stehen? So, mir reicht's. Jetzt gehen wir mal kurz hier oben hin. Beschwören den Koloss neu. Es fehlt nämlich ein Skelett-Champion. Und das nervt. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt bist du umzingelt, du Penner. Und weg mit dem Bogen. Hui. Hat er den einfach gegen die Wand geschmissen. Legolas würde heulen. So. Große Halle geklärt. Wisst ihr, warum ich hier an Oblivion denken muss? Es gab einen Abschnitt, ich glaube, unter der Kaiserstadt. War das das? Unter der Kaiserstadt. Unter der Hauptstadt von Cyrodiil. Und da war auch ein so ein Riesengang. Wenn ich mich nicht vertue. So, Fokuskristall haben wir. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. Gucken wir mal einfach ein bisschen rum. Oh, her mit den Eiern. Nett. Ruhe. Können wir auch gebrauchen. Perfekt. So. Lass mich raus. Okay. Wenn du das so machen willst, dann machen wir das anders. I just came to say... Er macht den... Nein! Ich habe jetzt gefühlt 7-mal auf Y gedrückt, damit er einen Schrei macht. Und er hat ihn einfach nicht gemacht. Der Arsch. Hm. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Da? Nein. Vielleicht hier oben? Nein. Auch nicht. Hier? Auch nicht. Okay, das grenzt das Ganze jetzt aber schon ziemlich ein. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Außer ich hätte was übersehen, aber... Nein, hier auf dem Punkt. Und dann jetzt noch ein Stück runter. Knapp. Ganz knapp, du. Ganz knapp. Nice. Toll. Das Erste, was ist, der ganze Gang ist eingestürzt. Gibt's nur, wenigstens gab es eine anständige Kiste. Aber mit Juwelengespür ist natürlich auch jede Kiste... Gold wert. Denn es sind Edelsteine dran. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Magier. Mensch. Ich habe schon gedacht, ihr wärt nicht mehr da. Das macht mir Hoffnung, noch einen von euch leben zu finden. Also, muss ich hier runter oder bin ich hier reingekommen? Nein, da bin ich reingekommen. Ich kann hier runter. Dann gehen wir doch mal nach unten. Junge, 29 Minuten schon wieder um. Was haben wir hier? Eine laute Halle. Ha. Ist da eine Kiste? Ne, ein Steinstuhl. Moin. Jemand zu Hause? Hallo. Zwei tote Falmer, okay. Was hat diese Falmer umgebracht und warum sehe ich es nicht?
So, Sekunde. So, die könnten sich jetzt um den Dicken da kümmern und ich kümmere mich um das Wichtige im Leben, um die Beute. So, was haben wir denn hier? Dann schau doch mal, was hast du denn hier alles so im Schrank? Ein bisschen Müll. Der Falmer wollte wahrscheinlich nur pennen und wurde von der Maschine da weggeboxt. Tja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ein Schlüssel zum Observatorium. 100% hätten wir hinten nicht weitergekonnt, weil wir diesen Schlüssel bräuchten. Wobei, falsch. Das ist ja in Skyrim anders. Beziehungsweise in Elder Scrolls. Man hätte sehr wahrscheinlich das Schloss auch knacken können. Alter, der hat ein Skelett weggeprügelt. Nicht schlecht. Respekt. Aber du hast gleich kein Leben mehr. So. Oh, Kettenblitz nehmen wir mit. Teilbaren. Teile. Seid ihr fertig? Hat er was Tolles in der Tasche? Hat er schon reingeguckt? Nein. Ich finde makellose Rubine schon gut. So, gut. Da haben wir jetzt alle Gänge bis auf den, wo es weitergeht. Und nein, ich werde jetzt nicht abbrechen. Da gehen wir jetzt noch schnell hin. Wir haben zwar die 30 Minuten voll, aber... Na, gehen wir mal eben rüber. Lauf! Nella! Sichern. Und weiter. Macht schon was weg, ne? Also, ohne Flachs. Jemand, der noch nie Skyrim gespielt hat, wäre so eine... guck mal, Schlüssel erforderlich. Da hätte ich so oder so holen müssen. Wäre so eine Ruine, glaube ich, eins der größten Abenteuer seines Lebens. So, haben wir jetzt einen hier hinter, oder... Hat Schrott mitgenommen? Gavros? Seid ihr das? Ja. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Jo. Moin. Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavros gemacht? Ich suche die Synode. Und warum würdet ihr so etwas tun? Ach, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Gavros wird niemals zurückkommen. Und er hätte eigentlich den Kristall haben sollen. Ohne den sind wir nämlich verloren. Es war alles umsonst. Wer immer ihr auch seid, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Synode gefunden. Nur mich allein, umgeben von wütenden Maschinen und noch wütenderen Fallmann. Ja, Mann. Wie heißt es so schön? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als schön. Wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Ich muss mal kurz Pause machen. Eine Sekunde. Okay, doch nicht. Machen wir weiter. Wofür ist dieser Kristall? Ich habe zufällig den Fokus-Kristall gefunden. Nee, ist meiner. Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Okay. Auch wenn Gavros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Okay. Ist aber geheim. Amtliche Synodenangelegenheiten können nicht darüber reden. Okay. Suche den Stab von Magnus. Ja? Leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Oh. Wofür? Es war eine wirklich brillante... Ach ja, das ist jetzt hier... Ja. Was macht ihr hier? Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mhm. Mehr müsst ihr nicht wissen. Außerdem könnte ich euch dasselbe fragen, wo ihr doch ganz allein an einem gefährlichen Ort wie diesem unterwegs seid. Ich bin spazieren. Aber ich verlaufe mich schon mal. Ich habe mir das bei Zorro abgeguckt, deswegen. Ja. Beim ersten... Bla 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 bla. So. Ihr habt ihn gefunden. Aber wie um alles in der Welt. Das ist er. Das ist er. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Okay. Wer seid ihr überhaupt? Was ihr nicht sagt. Hm? Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen.
Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Ach komm, halt die Backen, Mann. Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr? Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Mhm. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Alles klar. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aha. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten? Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Okay. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Aha. Also haben sie ein Prisma gebaut. Ist das nicht das? Hier. Wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Oh, das Ding dauert ja ewig, oder? Zahlt sich noch aus. Legt den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Ja, machen wir. Aber nächste Folge. Na, wir wissen jetzt, was hier ist. Dann können wir nächste Folge hier gucken. Halt die Backen. Können wir nächste Folge gucken und das Rätselspiel spielen, ne? Ja, bis zum Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und schönes Bergfest. Tschüss.